Hallo und willkommen zurück hier zu Maniac Mansion. Und es tut mir schrecklich leid, dass diese Folge so ewig auf sich hat warten lassen. Ich hatte zwischendurch, seit dem letzten Let's Play, seit Gothic, meinen Rechner neu aufgesetzt und habe ein anderes Aufnahmeprogramm, OBS, und irgendwie beim ersten Mal hat es funktioniert und jetzt beim zweiten Mal ist es ständig abgestürzt und ich musste ewig rummachen, aber ich gehe jetzt einfach mal durch diese Tür durch. Und zu aller Unnötigkeit halber habe ich dann diese Folge schon mal aufgenommen, nämlich gestern, und die dritte auch gleich. Und leider habe ich dann vergessen, die Tonspuren richtig zu richtig einzustellen, sodass ich effektiv Mikrofon und Spiel nicht mehr auseinanderhalten konnte, und damit das Mikrofon relativ leise ist, konnte ich entsprechend die Aufnahmen gar nicht erst verwenden. Das heißt, ich bin jetzt quasi hier zum zweiten Mal. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Plakette an dieser Statue. Und ja, die gibt es hier unten. Und da steht, wenn man sie findet, dann soll man sie zurückschicken ans Louvre. Allerdings soll man auch das Porto bezahlen. Zumindest, wenn ich das richtig verstehe. Mein Französisch ist leicht eingetrocknet. So, hier haben wir eine Lampe und ein Diplom von Dr. Fred. Mailamed, also eine, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Universität ist oder einfach nur ein, hey, schick mir mal ein Diplom zu, ich habe dafür gezahlt. Klingt so ein bisschen so. Und dann Docs R Us Diploma, das klingt auch so nach einem gekauften Diplom. Ein Abschluss für Mumifizierung und Bandagierung, okay. Na dann, da haben wir eine Tafel. Das sieht aus wie irgendwelche Formeln, die Struktur eines Meteoren beschreiben. Das ist aber sehr seltsam. Tja, dann haben wir einen Schreibtisch und darin liegt ein Manuskript. Das sieht aus wie jemandes Erinnerungen. Oder wie heißt das? Die Handschrift ist schrecklich. Ich erinnere um Memoirs, doch genau. Memoiren. Ist das Gefühl von einem Meteor geschrieben? Das ist ja seltsam. Sieht aus wie von einem Meteor. Als ob ein Meteor schreiben könnte. Das ist so ein Unsinn. Aber ich nehme das mal mit und mache den Schreibtisch wieder zu, um hier keinen Verdacht zu erwecken. Faszinierend. Ein Untersuchungstisch. Okay. Chewy Caramel, was? Das ist doch kein Karamell da im Kopf. So ein Unsinn. Wer macht denn sowas? Und hier haben wir ein Skelett. Kann ich vielleicht das Karamell mit dem Pinsel? Oh, nein. Okay, kann ich dem Skelett das Manuskript vorlesen? Nein, das funktioniert auch nicht. Okay, dann haben wir noch einen Medizinschrank. Ja, faszinierend. Mach mal auf. Ah, da brauche ich einen Schlüssel für. Schade, schade, schade. Gut. Sonst fällt mir hier drin gerade nichts ein. Also gehe ich mal hier rüber in die zweite Tür. Und wir haben hier ein Zack McCracken Poster. Die neuen Abenteuer von Zack McCracken. Auch ein schönes Point-and-Click-Adventure. Was ein großartiges Spiel. Ja, das ist auch so aus der Zeit von Maniac Mansion. Und hier haben wir einen Air-Hockey-Tisch. Der ist leider kaputt. Warum ist der kaputt? Kann ich den vielleicht irgendwie... Weiß ich nicht. Vielleicht ist ja irgendwo was eingerostet oder zu viel Farbe drauf. Na, doch nicht. Schade. Gut, Coinbox, ja. Ah, hier sind Arcade-Spiele. Video Fever, Disco Crazy, Alien Slime. Das hat nämlich an den pinken Schleim aus der letzten Folge, aber wir haben hier unten überall diese Coinboxes. Die Enemy Die, Meteor Mess, Kill Thrill. Ich habe alle diese Coinboxes und ich habe da, wie gesagt, ich habe die Folge schon mal aufgenommen, ich habe ganz viel probiert. Effektiv passiert hier gar nichts bei denen. Ich kann hier effektiv gar nichts tun. Zumindest ist das so das, was ich rausgefunden habe. So, dann gehen wir hier hoch. Und schon mal aus dem Fenster. Faszinierend. Ja. Uah, was ist das denn? Ein Tentakel. Du darfst nicht vorbei, bis du mich gefüttert hast. Okay. Aber du magst doch bestimmt Wachsfrüchte, oder? Ah, meine
was ich wollte. Jetzt bin ich durstig. Ah, durstig, da habe ich doch was Feines für dich. So ein bisschen. Ne? Ja? Nee, danke. Ah, okay, schade. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich gehe hier runter. Mit Jeff zum Beispiel. Und dann haben wir diese Tür noch für uns und die ganzen beiden anderen Türen hier hinten. Oben habe ich ja schon alles gemacht. Ich fange mal wieder, wie ich so bin, hinten an. Okay. Ein Radio. Mach das mal an. Möchte ich nicht. Na gut. Dann können wir das hier bestimmt öffnen, oder? Aha. Kassettenspieler. Er hat leider kein Tape. Also da ist leider keine Kassette drin. Schade. Oh, ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schlüssel zu einem Dungeon. Zu einem, ja, Keller oder... Ja, Keller im Prinzip, ne? Dann würde ich mal sagen, nehmen wir den doch mit. Leider kommt Jeff nicht dran. Ja, du hüpfst heute auf das Sofa oder ziehst es ein bisschen hierher. Und dann... Na? Okay, benutze Sofa mit Schlüssel. Schade, es funktioniert leider nicht. Und dann haben wir hier ein schönes Bild von Castle Brunwald. Schloss Brunwald wäre letztlich an Indiana Jones. Da waren wir nämlich genau in diesem Schloss mit Indiana Jones. Möchten Sie diese modische Lederjacke kaufen? Okay, auch hier erstmal Licht anschalten. Ja, Jones, da war auch in der Bücherei irgendwo ein Buch, das man anklicken konnte. Also schauen wir doch einfach mal. Aber das, was hier aufleuchtet, ist immer nur die Treppe. Gut. Ich gehe mal eben kurz hoch. Oder geht das nicht? Staircase out of order. Nein, die Treppe ist außer Betrieb. Wobei ich mich ernsthaft frage, wie eine Treppe im oder außer Betrieb sein kann. Aber gut, so ist das nun mal. Okay, bei den Büchern hier... Haben wir erstmal nichts, oder? Ne, keine Bücher. Okay, aber Chuck die Pflanze! Das sieht aus wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Kann ich die mitnehmen? Niemals könnte ich die aufheben. Aber hier haben wir ein loses Panel. Das sieht lose aus. Ja, genau, öffne mal. Und dann möchte man nochmal schauen, was dahinter steckt. Eine Kassette. Schau mal einer an. Und das Panel mache ich dann gleich wieder zu. Wie gesagt, ich will ja hier nicht irgendwie Verdacht erwecken oder so. Mach ich jetzt an oder aus? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wird schon passen. Setz dich mal ein bisschen hin. Nee, du willst dich hinsetzen. Na gut. Telefon, Chair. Cozy. Ich glaube, das soll ein Z sein. Dieses seltsame Symbol, das aussieht wie ein kleines Kapitelchen. Nun gut. Hier komme ich leider nicht ran. Komme ich vielleicht mit der Kassette als Handverlängerung? Nein, aber ich kann bestimmt die Kassette da rein tun. Und dann... It's blank! Nein! Es spielt noch. Dann öffne mal. So, jetzt pick up. Ja, genau. Ist ja süß. Man muss es zweimal benutzen. Okay, also ich kann hier irgendwas abspielen, aber die Kassette ist leer. Gut, dann würde ich gerne diese Tür, aber die hat keinen Griff. Schade. Schauen wir doch mal die Vase an. Die sieht ungesund aus. Ich schätze mal, die Pflanzen sind... künstlich, aber drücken kann ich die jedenfalls nicht. Daran ziehen kann ich auch nicht, aber... Na, hier sind Gargoyles. Guck gruselig und der... der scheint lose zu sein. Was heißt? Der hier reagiert nicht, aber der rechte... Wenn ich drücke... Aha! Das Problem ist nur, wenn ich jetzt weggehe, seht ihr, geht die Tür wieder zu. Deswegen habe ich mir auch den zweiten hier geholt, den Bernhard. Damit ich hier mit Jeff weitermachen kann. Heißt du überhaupt Jeff? Ich hab's vergessen. Ich glaube ja. Jeff, Dave und Bernard, genau. Hui!
Und hier haben wir einen nuklearen Reaktor. Hey, was könnte schief gehen? Ein Keller, so ein nuklearen Reaktor. Die Frage ist nur, wo ist der Lichtschalter? Da ist der Lichtschalter. Zack. Made in Chernobyl. Ja, hervorragend. Das ist doch das, was man lesen will, wenn man so direkt neben einem nuklearen Reaktor steht. Und hier haben wir radioaktiven Schleim. Das klingt auf jeden Fall sehr gesund. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das fasse ich nicht an. Ja gut, sehe ich ein. Aber hier hängt ein Schlüssel. Und ein Sicherungskasten. Ich frage mich, was sich darin befindet. Oh. Das scheint die Hauptleitung zu sein für alles. Gut. Was sagt die Tür? Die Tür ist verschlossen, aber... Ja, das ist leider der falsche Schlüssel. Interessant ist aber... Ja, okay, er läuft da ganz knapp vorbei. Ich dachte, er läuft da durch. Ja, läuft er da durch. Was passiert? Was passiert, wenn ich ganz hier runter gehe? Ganz hier runter, okay. Und dann laufe ich hier drüben, hier unten hin. Ah, er läuft ganz knapp dran vorbei, okay. Von wegen, ich fasse es nicht an und dann läuft er durch. Ne, okay, tut er nicht. Alles klar, gut. Hier rechts geht's nicht weiter, okay. Das heißt, im Prinzip ist jetzt eigentlich nur noch eine Tür übrig. Nämlich die hier. Das ist die korrekte Zeit. Kann ich die vielleicht öffnen? Nö. Na gut. Dann würde ich sagen, hier rein gehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Und wie gesagt, ich bin jetzt wieder öfter am Aufnehmen und die Folgen kommen jetzt ein bisschen regelmäßiger. Das war echt eine Ausnahme, dass die hier so lange gebraucht hat. Und ihr seht schon, ich habe 2 und 3 immer am Folgenende ich gespeichert. Naja, ab sofort sollte das nicht mehr passieren. Gut, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.